Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ixion. In der letzten Folge sind wir relativ gut vorangekommen und haben eigentlich alle restlichen oder so gut wie alle restlichen Arbeiten gemacht, um hier das System zu verlassen. Außer, wo ist eigentlich die Tesla gerade? Die ist da. Okay, die brauchen wir nicht mehr. Die kann hier nach der Welt fliegen. Außer die Besatzung aufgenommen. Das müssen wir noch machen. Also wahrscheinlich... Nee, wir können auch gar nicht fliegen ohne. Okay. Und wir haben leider ein Schiff verloren. Ein Forschungsschiff. Das war ein bisschen abzusehen. Aber trotzdem Belastung. Oh, das Eisenproblem. Das habe ich mir schön überlassen. Schwierig. Okay, das ist noch frei für Einwohner. Das bedeutet, ich kann hier nochmal Leute verschieben. So 50. Haben wir überhaupt noch so viele Nicht-Arbeitskräfte? Nee. Eher in Sektor 1. Hier haben wir noch eine Menge Nicht-Arbeitskräfte. Da können wir 50 verschieben. Und dann hier eins von den Häusern abbauen. Um an das Metall zu kommen. Von Sektor 1 50 Nicht-Arbeitskräfte von Sektor 1 nach Sektor 6. Sind die jetzt hier schon weg? Ja, ne? Die sind schon weg. Das bedeutet, wir können jetzt hier Gebäude demontieren, ja. Und bekommen dann 40 Metall. Davon können wir wieder einen kleinen Moment unser Schiff reparieren. So lange, dass hier alles noch läuft. Population transfer complete. Sehr gut. Und die wohnen jetzt hier, ne? Ah, hier ist sogar noch mehr Platz. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, die Tesla hat alle Wissenschaftspunkte. Ah, wir müssen noch relativ dringend... Warte mal, das hier kann man auch mal abreißen. Oder? 4 Obdachlose? Warum? Ach, die wurden gerade... Ah, das sind neue Besatzungsmitglieder. Die gerade hier angekommen sind. Okay, die können wir direkt schon umsiedeln. Da können wir nochmal 30 rüberschieben. Wie viele Nicht-Arbeitskräfte haben die geschickt? Wir haben auch einige Arbeitskräfte geschickt, aber 30 Nicht-Arbeitskräfte können wir nochmal... Nicht-Arbeitskräfte von Sektor 1 nach Sektor 6 verschieben. So, damit hat sich das Arbeitslosigkeitsproblem auch behoben. Ja, die Transporter müssen hier natürlich ewig weit fliegen. Um das Eisen abzubauen. Wir sollten vielleicht mit dem Schiff dahin fliegen. Ja, die Kolonisten haben wir auch noch. 2,73%, okay. LOL. Wir können einfach sagen, pisst euch, wir fliegen jetzt weg. Nee, wir holen die schon. Alter, was? Was ist mit diesem Spiel? Warum haben wir so viel Hüllenschaden? Warum ist hier schon wieder keine Legierung? Hier ist doch Legierung.
Reicht es nicht? Okay, hat das Schiff wenigstens Eisen jetzt abgeladen? Nee. Ach komm. So, Zusammenfassung. Extraktion erfolgreich. Okay. Ressourcen zum Sammeln. Siedler. Vermeiden. Okay, das ist unser neues Forschungsschiff. Das kann jetzt mal dahin fliegen. Ja. Wann kommt das Eisen an? Da ist das erste Eisenschiff. Und da ist noch ein Eisenschiff, das nur 9 dabei hat. Ah, weil das Bauschiff nicht ready ist. Oder wie? Eieieiei. Boah, das sieht aber nicht so gut aus, ne? Können wir hier vielleicht noch... Ah, wir können, glaube ich, hier noch eine Unterkunft abbauen, oder? Ich baue die jetzt mal ab und dann sehen wir ja. Okay, 8 Leute haben wir nicht untergekriegt. Aber wir haben 16 Nicht-Arbeitskräfte. Das heißt, wir können... Nicht-Arbeitskräfte 10 Stück von Sektor 2 nach Sektor 6 übertragen. Und schon ist das Problem gelöst. Ah, okay, da ist gerade das erste Eisenschiff. Puh. So. Na gut, ein Transportschiff ist gerade noch mit dem Menschentransport beschäftigt, ne? Was, Sektor 2 unzufrieden? Warum? Ach, mehr geöffnete Kryokapseln als Besatzung. Ihr seid solche... Okay, warte mal. Also Sektor 6, Kryokapseln, Max, genau, das passt. Sektor 2, Kryokapseln. Das sorgt ja jetzt dafür, dass die Kryokapseln umgelagert werden, ne? Ja. Jetzt sind die wieder zufrieden. Population transfer complete. Okay. Ja, langsam wird's hier knapp. Mit dem Metall. Und hier gibt's schon die ersten Arbeitslosen. Oder ersten Obdachlosen. Ja, wir müssen das Ding... Ja, wobei, nee, wir müssen nicht... Wir müssen das Ding hier fertig bekommen. Ist natürlich auch ein Ernährungsproblem, ne? Ist natürlich auch ein Ernährungsproblem. Wir müssen die alle satt bekommen. Wir haben zwar noch volle Lager, aber ja, noch volle Lager. Ne? Noch volle Lager. Wir müssen auf jeden Fall später auch deutlich mehr in Recycling gehen. Okay, es sind wieder Besatzungsmitglieder gebracht worden, die wir nirgendwo unterkriegen. Perfekt. Sektor 1, 20 Leute. Ciao.
Waren wohl alles nicht Arbeitskräfte. Aber ist okay, sobald das hier fertig ist. Okay, es wurden gerade richtig viele abgeladen. Alles nicht Arbeitskräfte. Naja, also 40 können wir erstmal rüberschicken. Von 1 nach 6. Solange die unterwegs sind, sind die auch nicht obdachlos, ne? Das ist doch toll. Population transfer complete. Okay, da wird wieder neues Eisen gebracht. Boah, das ist schon leicht problematisch, ne? Wie weit ist denn das? 3,4 Zyklen. Und wir haben nur Batteriekapazität für 2. Puh. Ich würde trotzdem, glaube ich, dahin fliegen, oder? Okay, die kann erstmal darüber fliegen. Das geht relativ safe. Hier an der Ecke vorbei ist zwar gefährlich, aber... Ja komm, wir fliegen einfach dahin. Überleben wir das? Ich weiß nicht, wie stark sich das auf unseren Rumpf auswirkt, ne? Ah, gefallen tut mir das gar nicht. So, auch das hier ist gefährlich, ne? Ich glaube, auch hier könnte das Schiff kaputt gehen. An accident has occurred in the Tycoon. 10 Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Was? Was macht ihr denn? Wollt ihr mich... Alter. Führe eine Analyse aus, errichte Studienzentrum, errichte Infrastruktur. Wir führen einfach nur eine Analyse aus. Mehr will ich gar nicht zu tun haben mit dem Planeten hier. Immerhin 30 Forschungspunkte. Und tschüss. Und nochmal 15. Nee, tschüss. Kein unnötiges Risiko jetzt eingehen. Das sind eine Menge Forschungspunkte. Das muss absolut nicht sein, hier ein unnötiges Risiko einzugehen. Muss das sein? Nee, komm, wir haben schon eh schon die Hälfte geholt. Aber wenn ich sie jetzt zurück zur Tycoon schicke, dann ist sie RIP. Ah, wir müssen die schon dahin schicken. Vier Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Krankenhaus sieht noch gut aus. Krankenhaus sieht noch gut aus. Krankenhaus sieht noch gut aus. Die bringen ständig neue Leute. Und dann sind die hier obdachlos und unzufrieden. Was soll denn das? Ja, das Kryonikzentrum packt man dann optimalerweise natürlich auch hier raus, ne? Brauchen wir gerade eh nicht.
Wir haben eh viel zu viele Leute. Und das kann man dann später auch hier in den Sektor 6 machen. Das ist unser HR-Sektor. Oh, ich habe gerade irgendein Achievement bekommen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, welches, aber... wir sind fast bald 1000 Besatzungsmitglieder. Krass. Das sind... Ne, es müsste aufgehen, oder? Wenn ich das jetzt einfach fortsetze. Dass die immer noch zufrieden sind. Okay, 5 Leute kann ich schon mal transferieren. Von... Sektor 1 nach Sektor 6. Hier wird noch mehr Eisen angeliefert. Das ist sehr gut. Die Baustelle sollte auch langsam Ressourcen bekommen. Ach so, hier fehlt einfach die Straße. Ach, das zählt nicht, wenn das hier so dran ist, verstehe. Na gut. Na gut. Weil hier haben wir dann 125 neue Unterkünfte. Insgesamt positiv. Die haben ordentlich negativ, aber das liegt halt auch daran, dass hier wenig produziert wird, aber extrem viele Menschen leben. Hier leben jetzt dann nur noch Arbeitskräfte. In den anderen. Was gut ist. Ne? Was gut ist. An accident has occurred in the tycoon. Ja, toll. Kann ich unserer Flotte eigentlich sagen, die sollen auch... Wie werden denn Siedler eigentlich zurückgeholt? Ressource zum Sammeln, Siedler. Auch schon abgeschlossen. Wie werden Siedler geholt? Das ist die große Frage. Ja, aber noch fehlen ja eh tonnenweise Besatzungsmitglieder von der Protagoras. Oh! Das ist fertig. Sehr gut. So, dann bauen wir das auch noch fertig und dann haben wir genug Platz für die gesamte Besatzung von der Protagoras. Und auch enorm viel Ressourcen rausgehauen. Wir haben 67, also können wir dann wieder 60 oder 65 mal jetzt erstmal. Was? Oh, ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Ihr Schiffe seid so dumm. Ja gut, die Känguru ist RIP. Schiff verloren. Kein Problem, ne? Wir haben sie ja. Ich kann zumindest versprechen, falls das jetzt einer möchte, dass wir keine weiteren Schiffe durch Space Weather Events verlieren. Von Sektor 1 nach Sektor 6. 60. 65. Der Speisesaal ist bald an seiner Belastungsgrenze, ne? Bald brauchen wir einen zweiten. Holy shit. Population transfer complete. So. Hier wohnen jetzt die ersten. Das ist natürlich auch voll. Da fehlen noch 3.
Hier wird noch geschmolzen. Na, das will ich jetzt erstmal nicht. Das machen wir dann im nächsten Sektor mit der Forschung fertig. Die ist eh viel schneller, als wir das hier abbauen könnten. Yep, das war abzusehen. Oder? Nicht genug Nahrung im Sektor. Oh. Ich verstehe. Ressourcenmanagement. Sektor 6. Wir brauchen jetzt immer so 70 Nahrung hier. Flottenmanagement. Ausgerechnet das Schiff, das die Menschen holt, ist hops gegangen. Ich hoffe, da waren keine Menschen mehr drin. Okay. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Leute holen. Und das alles überleben. Und die holen unsere Siedler natürlich ganz am Schluss, na klar. Oh, die Kryokapsel müssen wir theoretisch auch noch holen, ne? Gut, wir können hier eine Menge Kryokapseln lagern. Wobei... Machen wir so. Kryokapseln, Kryokapseln, Kryokapseln. Die habe ich schon ganz vergessen, die Kryokapseln. Das Problem ist, wir laufen mal auf den letzten Metallvorräten gerade, ne? Also ich kann jetzt nochmal eine Sonde losschicken. Ob wir noch irgendwo ein kleines bisschen finden. Oh, hier ist tatsächlich noch ein kleines bisschen. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Ich glaube nicht, dass das sonderlich lange reicht. Aber wenn es so 100 wären, würde mir ganz gut gefallen. Aber es sind wahrscheinlich eher so 30, 40, schätze ich mal, Metall. 81. Ja. Okay, also ihr müsst das hier nicht abbauen, ihr müsst das nicht abbauen, das da nicht abbauen, das da nicht abbauen. Haben wir alles, brauchen wir nicht. Ja, wobei, das da kann man noch mitnehmen. Ja, okay, und das da eigentlich auch. Dammit. Achso, ja, ist besser. Ja, Pause mal. Eieiei. Na, jetzt wird's wirklich sehr, sehr eng. Da war das letzte große Vorkommen an Eisen. Hier ist noch ein kleines bisschen was. Und hier ist halt noch ein kleines bisschen was. Aber wir müssen dringend bald springen. Um dann im nächsten System Eisen zu holen. Sonst haben wir ein richtig, richtig dickes Problem. Ja, muss ich eigentlich nicht extra sagen, aber... Oh. Die nächstgrößte Prio ist das da. 58 Leute, 409 Kryokapseln. Sind wir vorbereitet für Kryokapseln? Hm, noch nicht ganz. Aber wir können Ressourcenmanagement, Sektor 6, Kryokapseln, Max. Können wir schon gut was einlagern. Sektor 1 Kryokapseln gibt kein Minimum. Sektor 2 Kryokapseln, ja, lagern wir mal 200. Oder wir können ja
240 Lager. Na, ich glaube, dieser Balken zeigt an, bis wohin das mit der Bevölkerung vereinbar ist. Und dann können wir unserer Flotte, unserem Schiff hier auch sagen, Menschen und... Ja, erstmal Menschen. Hol erstmal Menschen. Genau. Niedrige Prio, Kryokapseln. Perfekt. So, dann wird das alles schön umgelagert. Und theoretisch ist ja hier auch noch 200 oder so an Lagerplatz. Aber wir sollten keine Kryokapseln hier zurücklassen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. An accident has occurred in the tycoon. Ah. Okay, es kommt wieder ein bisschen Eisen rein. Aber ich würde jetzt, da wir gerade echt hart sparen müssen, die Rumpfreparatur mal kurz ausschalten, damit wir dann mit höherer Effizienz den Rumpf reparieren. Weil das ist aktuell mir noch ein großer Dorn im Auge. Ich könnte höchstens gucken, ob wir die Zeit sinnvoll nutzen können für ein neues PV-Panel. Boah, es wird halt nahezu unseren gesamten Kohlenstoff verbrauchen, ne? Boah, ob das so gut ist. Wow, das nächstgrößere ist ja dann richtig teuer. Holy. Wir haben noch genug Strom. Ich glaube, dass es das gerade nicht wert ist. Eingehende Übertragung. The Protagoras is reactivated and operational. Oh. We have received the Etymenenki's full signature. Oh. Act with caution when facing this UN superstructure. We are ready to follow to reach Remus. Nothing is holding us back. Oh, wir sind soweit. Okay, ich lasse das jetzt erstmal. Um Metall zu sparen. Und dann aktivieren wir die Reparatur wieder. Hull integrity below 50%. Naja. Ist schon okay. Wir müssen gerade einfach ein bisschen sparen. Da muss auch die Hüllenintegrität einfach auch mal ein bisschen sparen. Ne? Das muss die Hüllenintegrität auch einfach mal verstehen. Ich denke mal so bei 250 schalte ich wieder ein. Oder? Oder bei 200? Ah, sagen wir mal bei 240. Mehr traue ich mich jetzt erstmal nicht. Und an. So. 98% Effizienz. Okay. Okay, wir haben alle Menschen abgeholt. Jetzt sind nur noch die Kryokapseln übrig. Verstehe. Wir haben 90 Obdachlose im Sektor. Davon sind 120 Nicht-Arbeitskräfte. Wie viel können wir hier drüben noch aufnehmen? 40. Okay, wir können hier noch 90 aufnehmen auf jeden Fall. Okay, schick mal 90 rüber. 90 Nicht-Arbeitskräfte. Das sind alles Nicht-Arbeitskräfte, die uns schicken. Na, aber wir sind ja nett. Von Sektor 1 nach Sektor 6. Boom. Okay, Kryokapseln werden ausgeladen, beziehungsweise hier rüber umgelagert. Population transfer complete. Oh, der erste Speisesaal ist überlastet. Ja, das war nur eine Frage der Zeit, ne? Das war nur eine Frage der Zeit. Passt der hier irgendwie hin? Oh nein. Der würde hier genau hinpassen. Direkt da, wo die auch leben. Aber dann passt das da nicht mehr. Boah, das würde passen, wenn hier die Batterien wären. Wenn der da woanders wäre. Hm.
Na gut. Müssen wir später umbauen. Erstmal können wir die Leute nicht verhungern lassen. Boah, kostet uns wieder 40 Metall. Aber was willst du machen? Und die ganze Station ist jetzt schon im Minus mit Nahrungsmittelproduktion. Na, ist schlecht. Das ist schlecht. Aber mir würde jetzt auch keine Alternative im Moment einfallen. Hallo? Sektor 1. Ich stelle die Legionen hier mal auf 30. Einfach damit der hier rüber das bisschen umlagert. Damit wir den Speisesaal fertig bekommen. Okay, das haben wir jetzt auch ausgebeutet. Jetzt sind halt noch Kryokapseln übrig. Mann. Der ist erst bei 30, bevor wir wieder 50 bekommen. Ei. Das ist schwierig. Ah! Resource Management. Sektor 6. Max. 400 Kryokapseln können darüber. Die können auch umgelagert werden. Also könnten jetzt springen jederzeit. Aber ich möchte halt wirklich noch den Kram holen, ne? Flotte holt alle Kryokapseln. A probe has completed its scan. 69 sind da noch. Boah, langsam. Also wir haben halt wirklich dieses System so brutal ausgebeutet. Ich meine, jeder von diesen kleinen Punkten hier ist halt ein Ressourcenvorkommen gewesen, ne? Okay, hier wäre noch was, wie es aussieht. Hm. 24, 22. Die Frage ist, wie komme ich vorübergehend jetzt nochmal an Metall? Was können wir erstmal opfern? Ich würde sagen, das hier können wir erstmal opfern. Wie viel Metall gibt das? 80. Okay, das ist sehr gut. Das hilft uns ein bisschen. Okay, hier sind 400 Kryokapseln gelagert. Das passt. Hier sind genug Leute. Hier könnte man sogar 500 lagern, weil hier halt über 500 Leute sind. Über 1000 Bevölkerung. Krass. So, noch 224 Kryokapseln sind da. Ich hoffe, die haben nicht die Order, Eis mitzunehmen. Ne. Gut. Ein Schiff kann ja noch Silizium holen. Das werden wir auch brauchen.
Wo ist denn der Unfall? A probe has completed its scan. Okay, da ist das einiges sogar. Das lohnt sich sogar, das abzubauen. Wir könnten ja dahin fliegen. Mitten durchs Eis. Das gibt sicher gar keine Probleme. Ja, wir müssen unsere Batterien auch mal irgendwie... Happy New Year, Administrator. Ah, ich dachte schon wieder, dass irgendwie ein Aufstand oder so ist. Aber nee, es ist Happy New Year. Ja. Der 131 Kryokapseln noch. Da ist ein Miner, der gerade zurückfährt, weil er hier fertig ist. Der hat Eisen dabei. Der hat auch Eisen dabei. Da sind noch 7 Eisen. Spart euch den Stress. So, ich schicke mal beide Forschungsschiffe wieder ins Dock. Genau, dann können die das nahe gleich da holen. Wir müssen hier nicht das Eisen holen. Na, das hat er jetzt natürlich Priorität, ne? Was ja auch gut ist. 33. Oh, hier sind 70 Kryokapseln. Bevölkerungsmanagement. Ah, ne, Ressourcenmanagement. Kryokapseln. Sektor 2. Wie viel können hier überhaupt gelagert werden? 300. Bis zu 300. Wenn ich jetzt zum Beispiel 250 sage, dann müssten die ja eigentlich umgelagert werden, oder? Das sind sogar nur 240. Ich müsste eigentlich... Ah, hier ist die Kapazität voll. Okay, das heißt, es kostet uns jetzt nochmal 10, aber hilft ja nichts. So, dann können nochmal 100 Kryokapseln aufgenommen werden. Das ist schon ganz gut. So, wann kommen die ersten Eisenschiffe? Müssten eigentlich gerade im Anflug sein. Weil langsam wird's kritisch. Langsam wird's kritisch. Caution. Hull integrity below 50%. Naja, ich sehe schon, ich sehe schon. Hä, hey, wieso fliegt das Schiff denn mit 23 Restfracht? Hä? Oh. Ja, okay, das ist alles eher so suboptimal eingestellt gewesen. Ja, ein bisschen Eisen ist gerade angekommen. Aber ich muss noch mal irgendwo ein bisschen was. Ich muss noch mal irgendwo ein bisschen was locker machen. Plus 1 im Sektor. Naja, gut, das. Im Zweifel reiße ich das dann noch mal ab. Es geht zwar jetzt, aber es scheint immer noch zu wenig zu sein. Ja.
Okay, 30 Eisen, 30 Eisen, 30 Eisen. Also, es sind Schiffe unterwegs, die genug dabei hätten. Überleben wir das so lange? Okay, hier sind 500 gelagert. Was sind das alles hier für Unfälle? Hier sind überall optimale Bedingungen. Zack, Eisen. Rumpfintegrität. Sorgen kann man sich da, glaube ich, schon machen. Wie viel brauchen die gerade pro Zyklus? 8. Das heißt, die brauchen eigentlich gerade 16 Eisen pro Zyklus. So viel haben wir gar nicht. Zumindest nicht direkt. Oder ich reiß die Anlage erstmal ab. Wie viel Metalle sind da überhaupt drin in den beiden? Da sind 110 drin. Okay, das würde halt richtig viel bringen. Und da 80. Ich reiß mal das ab. Komm, lass den arbeiten. Immer noch optimale Arbeitsbedingungen. So, weil mit einer Rumpfintegrität, die komplett in der Katastrophe ist, möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt ins nächste System springen. Wer weiß, was uns da erwartet. Okay, es sind noch 162. Also da ist noch wirklich eine Menge. Und deshalb fliegt der Transporter auch komplett ohne Fracht zurück, oder wie? Kidding? Na gut. Ich würde sagen, das war's aber soweit mit der heutigen Folge. Speichern. So, was ist das schöne Ziel? Es ist... verlasse das System. 1118 Zyklen. In der nächsten Folge werden wir springen. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht es gut. Bis dann und tschüss.